Jo Leute, und heute mal ist jetzt richtig Modern Combat 3 Fallen Nation. Ich habe mir das Spiel wirklich mal am Wochenende jetzt angetan. Am Samstagabend habe ich das Gameplay erspielt. Denn irgendwie will ja kein Mensch mehr Modern Combat 4 spielen, solange wie das immer dauert, bis man mal ein gescheites Spiel findet, in dem dann 2 gegen 2 spielt. Aber naja, hier war ich dann in Modern Combat 3, bin Level 27. Auf meinem Tablet musste ich ja nochmal neu beginnen mit Leveln, aber ja, ganz tolle Sache. Ich habe jetzt auch nicht wirklich arg gespielt bisher. Vielleicht 3 Stunden Spielzeit jetzt. Das Spiel, ja, macht mich einfach nicht mehr so arg an wie früher noch. Und insgesamt bin ich zurzeit absolut angepisst von Modern Combat. Also Modern Combat 4 werde ich jetzt erstmal auch eher wenig spielen. Da werde ich jetzt mal schauen, dass ich auf meinem Kanal ein bisschen Abwechslung bringe. Aber ein paar Modern Combat Gameplays habe ich auch noch auf Lager. Der Score des Gameplays ist jetzt auch nicht so übermäßig. Es sind eben ganz viele Kills und ganz viele Tode. So viel kann ich mal dazu sagen. Das höchste, was ich erreichen werde, ist der Chopper. Also jetzt auch kein Mega-Onage-Gameplay, aber ich bin eben auch kein Spieler, der jede Runde seine Nuke erreicht. Von dem her hat das mir jetzt mal gereicht. Das Gute an diesem Gameplay ist, dass das Ganze knackige 24 Minuten lang ist. Denn ich habe ein Thema, das ich wohl ein bisschen ausführlicher bereden werde. Und ich werde das jetzt versuchen, auch so komplett mal aus dem Stegreif. Ich habe mir jetzt überhaupt nichts aufgeschrieben. Normal tue ich mir da immer so mehrere Stichworte aufschreiben, damit ich dann auch eher wenig vergesse im Nachhinein beim Kommentar, weil ich schaue mir meine Kommentare nachher noch an. Ja, so viel Arbeit mache ich mir dabei. Und dann bin ich da immer schon ein bisschen genervt, wenn ich dann wieder den Punkt vergessen habe beim Anschauen wieder auffällt, dass man das hätte ja noch erwähnen können und was ich da eigentlich von Scheiß erzähle und so weiter. Aber das muss man natürlich auch ein bisschen üben, dass man so aus dem Stegreif heraus ein bisschen was erzählen kann. Und jetzt möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern ich fange jetzt mal an mit dem Commentary. Das Gameplay seht ihr ja schon. Nee, das Commentary ist mal zu dem Thema Controller versus Touchscreen. Mit Controller meine ich jetzt sowas wie den ganz normalen Xbox 360 Controller und dem PS3 Controller oder was auch immer, was man so als Controller haben kann. Ebenso die gängigen Controller zu den Heimkonsolen, die man eben so hat. Und mit Touchscreen meine ich die ganz normale Touchscreen-Steuerung, die ich auch bei diesem Spiel hier verwendet habe. Also ein Touchscreen wäre dann so etwas, wie man auf einem iPod hat. Ja, wer hätte es gedacht? Oder eben auf einem Tablet und dann eben die ganz normale Steuerung, die man eben darauf besitzt. Oder die man darauf eingestellt hat. Da möchte ich mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Steuerung auflisten. Da für mich das vor allem interessant wurde, da ich ja jetzt schon, wie schon öfters in meinen Kommentaren erwähnt, einen ganz tollen USB-Anschluss an meinem Tablet habe, durch den ich ja den Xbox 360 Controller anschließen kann. Und da spiele ich auch das ein oder andere Spiel damit, denn mehrere Spiele sind, wäre wirklich gute Spiele, sind auch wirklich für diesen Controller optimiert. So ein Spiel wie GTA 3 und Vice City sind auch für den Controller optimiert. Da muss ich auch mal schauen, dass ich mir das vielleicht mal noch hole. Würde mich mal interessieren. GTA 3 gab es ja schon zu meinen iPod-Zeiten noch. Ich habe mal da ein bisschen angespielt gehabt. Ich glaube, da habe ich sogar einen App-Test dazu gemacht. Ja, zu den alten Zeiten. Oh Mann, ist das lang her. Es waren noch die alten App-Tests mit iDemo. Oh mein Gott. Wenn man sich daran erinnert, und was ich hier jetzt mache, ist schon ziemliche Veränderung geworden. Aber ja, ich fange jetzt mal an, welche Vorteile denn so ein Controller bietet. Und ich werde schauen, dass ich das von wenig bis hohe Gewichtung der einzelnen Argumente ordnen werde. Also ein Controller liegt für mich um einiges besser in der Hand als jetzt ein Tablet. Ich meine, ein Tablet liegt mir überhaupt nicht in der Hand, da ich es auf meinen Schoß lege. Mein iPod war doch teilweise echt unhandlich. Da habe ich, wo ich Modern Combat 4 angefangen habe zu suchten auf meinem iPod, da lag ich auf dem Sofa und ich hatte nach jedem Spiel erstmal einen halben Krampf an meiner Hand, weil ich irgendwie so komisch da lag. Und mit dem Controller ist das doch echt um einiges angenehmer. Da kann man sich ein bisschen zurücklehnen, muss auch nicht dann eben so runterschauen, wie man jetzt das beim iPod selbst muss. Und ist um einiges angenehmer eben zum Handhaben. Der zweite Grund wäre dann wohl die vier Fingersteuerung, die man auf dem Controller hat. Das heißt, ich habe ja einerseits zwei Finger, die 90% des Spiels auf den beiden Analogsticks kleben, und die anderen meine Finger, die eben zielen und die anvisieren und schießen. Und so kann ich laufen, zielen, anvisieren und schießen zur gleichen Zeit.
Das ist aber jetzt kein so hochgewichteter Punkt, da ich eine da ich auch vier Finger schon auf meinem Tablet benutzen kann. Auf dem iPod ist das eigentlich nicht möglich, da hat man ja seine zwei Daumen. Mehr geht da nicht vom Platz her, weil sonst würde man auf dem Display gar nichts mehr erkennen. Auf einem Tablet habe ich da wirklich genug Platz, da ich auch sowieso beim Zocken auf meinem Tablet meistens gar nicht auf mein Tablet schaue, sondern auf meinem PC-Bildschirm, weil ich ja so ein tolles HDMI-Kabel habe, ja. Und da ist es aber dann trotzdem lange nicht so gut, wie wenn man jetzt einen Controller in der Hand hat. Also die Vier-Fingersteuerung vom Controller ist für Bewegungsabläufe um einiges besser als auf dem iPod oder anderen Touchscreen-Geräten. Und dann komme ich jetzt mal zu einem weiteren Punkt, der schon, ja, mit die höchste Gewichtung fällt. Und das wäre die Sache der wirklichen Buttons und Sticks. Das heißt, du hast ja im Controller nicht nur irgendwelche aufgemalten Sachen, die du dann eben irgendwie wissen musst, wo du drauf drückst, wie es beim iPod der Fall ist oder bei anderen Touchscreen-Geräten, eben auch meinem Tablet. Sondern man hat ja wirklich was, das man auch fühlen kann. Ja, fühlen. Hohoho. Nee, aber das ist ja auch wirklich wichtig. Denn bei normalerweise sollte man ja auf einem Touchscreen-Gerät so spielen, dass du auch gleichzeitig auf dein Touchscreen-Gerät schaust, während du spielst. Nicht so, wie ich es mache. Ich mache da mal wieder alles falsch, ja. Hier schön Rohr aufnehmen, einfach die geilste Waffe in dem Spiel. Erste Nebenwaffe, mit der ich 1000 Kills hatte. Die geht auch wirklich ab mit der Magazinerweiterung. Auf jeden Fall weiter zum Thema. Denn beim Controller hat man ja in der Hand, während man irgendwas spielt, und du schaust ja dann nicht auf den Controller. Wer schaut beim Zocken auf den Controller? Das macht niemand. Beim Controller muss man einfach intuitiv wissen, ob man auf dem Button ist, wo der Button ist oder sonst irgendwas. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man eben die wirklichen Buttons hat und eben nicht so wie bei Touchscreen-Geräten, dass man eben nur so visual das alles hat. Und das ist auch das Problem, das ich des Öfteren habe, auch in diesem Gameplay. Das sieht man, wie ich mich eigentlich bewegen will, oder wie ich mich bewegen sollte. Aber anstattdessen gehe ich irgendwie mit dem Visier irgendwie nach oben. Das liegt daran, dass ich meinen Visualstick da auf der linken Seite nicht treffe und stattdessen einfach nach oben ziele. Und das ist für mich eines der größten Probleme beim Zocken, da man oft einfach nicht weiß, bin ich jetzt auf dem Button oder nicht. Vor allem, wenn man eben so wie ich spielt, dass man währendher nicht auf das Tablet selbst guckt, sondern eben auf den Bildschirm, weil das für mich ein bisschen angenehmer ist. Denn ich kann meinen Sound nebenher sonst nicht auf dem Tablet hören, weil wenn ich den auf dem Tablet abhören würde, dann würdet ihr keinen Sound im Gameplay haben. Und so komme ich da euch ein bisschen entgegen, indem ich eben darauf verzichte. Und ich finde es auch ein bisschen angenehmer, wenn man dann auf seinem Tablet die Buttons hat und dann eben gerade nach oben schauen kann. Muss man eben die Steuerung auswendig kennen, und manchmal vertut man sich eben nur 1-2 Zentimeter und dann kommen ein paar Fehler zustande, sodass man einfach gar nicht schießt, sondern irgendwie komisch rumfuchtelt oder dass es nicht anvisiert oder sonst irgendwas. Und das ist mit eins der größten Probleme, die ich so an der Touchscreen-Steuerung auch habe. Die Vorteile der Touchscreen-Steuerung sind dabei für mich: Einerseits, man kann wirklich gut das Interface sich selbst anpassen. Beim Controller sind die Buttons so, da kannst du nichts mehr ändern, außer du kaufst jetzt einen SCUF-Controller und editierst da noch ein bisschen was. Zum Beispiel liegt dir dann der Xbox-Controller ein bisschen besser als der PS3 oder andersrum. Kann man sich ja alles mit Adapter und so weiter kaufen. Aber ansonsten kann man doch da relativ wenig machen. Hier beim iPod kann ich ja wirklich anpassen, da kann man wirklich sagen, ja, ziehen lege ich doch auf meine linke Hand lieber, da ich lieber so ein bisschen Trigger, nennt man das Trigger, und ich weiß gar nicht, wie dieses schnelle Schießen heißt, muss ich mal echt nachschauen, zwischen irgendwelchen Modern Combat Foren, wo darüber ganz groß berichten, was man doch tolles alles in Modern Combat 4 machen und 3 machen kann. Aber auf jeden Fall ist es ja für mich eine richtig wichtige Customisierung. Und es kommt ja auch wirklich auf die Spielart an. Manche nehmen ja das Tablet auch wirklich in die Hand und spielen dann trotzdem weiter mit der Daumen. Für mich war das irgendwie keine Option, da mir das Tablet einerseits zu schwer ist und ich andererseits gar nicht mehr auf die Buttons gekommen bin. Das war ein bisschen scheiße, da habe ich mich eben umgewöhnt auf die Steuerung, wie ich sie jetzt habe. Und da ist eben ein bisschen Customisierung, so eine Mischung aus Englisch und Deutsch, ist auch ein geniales Wort. Aber da gefällt mir das so wirklich gut, dass man das so richtig anpassen kann. Und auch mit der HUD, mit der Head-Up-Display-Deckkraft, man auch ein bisschen rumspielen kann und alles Mögliche kann man ja machen.
Und man hat ja auch die Freiheit, ob man nun mit Gyrosensor machen kann. Das könnte ich mir eigentlich auch mal überlegen, aber dann ist das so ein Rumgewackele da auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr euch das antun möchte. Denn ich habe es sowieso auf dem Schoß liegen. Und wenn ich dann, also auf meinen Oberschenkeln liegen, für die Nichtschwaben unter euch. Aber ich weiß gar nicht, ist Schoß eigentlich so ganz Deutschland bekannt? Also bei uns ist das so ein normaler Begriff eigentlich. Würde mal interessieren, ob ihr das Wort Schoß überhaupt kennt und so täglich benutzt. Also bei uns wird das eigentlich immer benutzt, dann sagt man nicht Oberschenkel, sondern kommst du mal auf den Schoß. Ja, ganz toller Satz. Und ja, was kann man sonst noch zur Touchscreen-Steuerung sagen? War ein wichtiger Punkt, genau, jetzt komme ich mal so ein bisschen zu den richtig wichtigen Sachen. Bin ich eigentlich schon, aber ich komme jetzt nochmal dazu, ja. Und zwar habe ich beim iPod ein um einiges besseres Aiming. Es ist wirklich so, auf dem iPod ist es wie am PC. Das ist wie wenn du die Maus mit dem Controller vergleichst, so ist es auch auf dem iPod mit dem Controller. Oder eben Touchscreen-Gerät. Wisst ihr, das sage ich manchmal eigentlich iPod und dann meckern wahrscheinlich wieder alle rum, hey, wir sind nur iPod. Hier ist doch auch iPad und iPhone so. Und Android hast du sowieso unterlassen. Ja, ich spiele ja auch nicht auf Android. Naja, weiter zum Text. Denn ich habe ja wirklich ein viel besseres Aiming mit dem HUD, nämlich nicht so das ja, weiterführende, wie soll man das sagen, das runde Aimen, wie es zum Beispiel bei COD Zombies auf dem iPod ist. Oh, da könnte ich ja kotzen bei dem Spiel, wenn ich an das Aiming denke. Das Spiel könnte so gut sein, wenn es einfach nur mal ein bisschen die Modern Combat 3 Steuerung oder 4 Steuerung hätte. Dann wäre das Spiel so Hammer, aber nein, man muss ja so eine richtig scheiß Konsolenportierung draus machen. Ja, ein bisschen Laggerei hier. Lag, lag, lag. Oder lag's für euch überhaupt? Vielleicht ist das auch nur meine Vorschau, wer weiß. Ich muss ja optimal voll einstellen, unbedingt bei der Vorschau. Naja, ich komme schon wieder vom Thema ab. Aber irgendwie muss ich ja meine 24 Minuten hier rumkriegen. Weiter war mal gerade daran, dass man beim iPod und beim Ta I bei man, dass man bei Touchgeräten ja so eine tolle Steuerung hat. Ne, ist so ein tolles Aiming. Und das fällt mir vor allem bei dem Spiel Critical Strike auf. Das ist ja das Counter-Strike auf dem iPod, auf dem iPod heißt es Critical Mission SWAT, sondern auf dem Android. Und da ist es so, das kann man auch mit Controller spielen, aber das hat so einen richtig schlechten Controller-Port. Und hier habt ihr jetzt auch so mal gerade eine Stelle gehabt, wo ich mal wieder das Problem hatte, dass ich auch so nach oben gezielt habe und meinen ersten Chopper erreicht. Oh ja, nee, nicht meinen ersten. Aber in diesem Spiel meinen ersten und einzigen. Also bei dem Controller, da spiele ich auf jeden Fall immer mit Controller. Und was man da merkt, ich habe da einfach so ein richtig schlechtes Aiming. Das liegt einerseits daran, dass es nur ziemlich schlecht abfragt. Da kannst du immer nur so halbe Zentimeter Abschnitte rum dich bewegen. Aber ansonsten hat man da einfach kein so gutes Aiming, wie ich es jetzt hätte, wenn ich mich da arg an die normale Steuerung gewöhnen würde. Aber darauf habe ich irgendwie keinen Bock bei dem Spiel. Aber andererseits hatten, was der Nachteil der neuen Touchscreen-Geräten ist und welcher Vorteil die Controleros haben, ist Bewegungsabläufe. Das ist genau das gleiche wie PC und Controller. Die Bewegungsabläufe sind darauf wesentlich einfacher zu machen. Da kann ich auch wieder das Beispiel von Critical Strike bringen. Und zwar liebe ich da die Sniper-Klasse. Oder die Sniper, die AWP. Denn da ist es so, dass eigentlich bei jedem Counter-Strike, auch bei den normalen PC- und Konsolen-Counter-Strike so, dass wenn man sniped, dann wird er im Normalfall repetieren, also eine neue Kugel in den Lauf ziehen. In dieser Zeit kann man eben nicht schießen. Dies kann man bei Counter-Strike dann oder Critical Strike, wie auch immer man es nennen will, dadurch unterbinden, indem man schnell auf die Pistole oder das Messer und wieder zurück auf die Sniper wechselt. Und dies ist meiner Meinung nach eigentlich unmöglich, wenn man das mit der Touchscreen-Steuerung schnell machen will. Da ist es einfach, wenn man rausvisiert und dann einfach wieder reinvisiert. Aber beim Controller habe ich das wirklich schon richtig gut angewöhnt, dass ich da innerhalb einer halben Sekunde auf die Pistole und wieder zurück auf die Sniper wechseln kann. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Vorteil, den man dann auf den Controller-Spielen hat. Und den ich mir doch sehr oft zu nutzen mache, weshalb ich eigentlich bloß mit der Sniper da spiele. Das sieht einerseits einfach cooler aus, als wenn man so Waffen hat, bei denen man einen nicht anvisieren kann. Andererseits macht es mir einfach mehr Spaß, wenn man so ein bisschen noch Bewegungsabläufe und so dabei hat und so wirklich sich an die Waffe angewöhnen muss.
Und deshalb spiele ich da auch bloß mit Controller, weil ich das ohne Controller nicht mehr könnte. Ja, bei Ayas Gerät sind so Bewegungsabläufe ja fast unmöglich. Das gleiche ist ja eigentlich beim Quickscoping. Das liegt eben daran, dass du beim Konsolen ist das, oder bei Controller ist das Quickscoping zu einfach. Da drückst du Zielen, schießt und lässt in der Zeit das Zielen schon wieder los. Bei iOS Gerät, bei Touchscreen Geräten, Alter, ist das ja so, dass man zielt, schießt und dann ganz schnell wieder auf Rennen drücken muss. Und das machen ja manche mit ganz komischen Steuerungen, also mit der normalen Steuerung, dass man alles drei auf einem Finger hat, das wäre mir ja viel zu viel. Aber ansonsten ist das eben auch da das Problem, oder ja, ist eben da das Problem, das ist viel kompliziert, als wenn man es jetzt einen Controller und so weiter machen würde. Und für mich ist da der Hauptvorteil eben an den Touch-Geräten, dass man eben dieses gute Aiming hat. Und dieses Aiming könnte schon fast wirklich an PC rankommen. Nur dass wir eben viel zu wenig Finger benutzen können. Zwei Finger ist, glaube ich, das Maximum. Also wer mit drei Finger schafft, gut zu zocken, den möchte ich mal sehen. Wie würde das funktionieren? Da hätte ich einen Finger auf Rennen, einen Finger auf Schießen und den anderen Finger auf Nachladen oder was. Wäre sehr sinnvoll. Ja, ich glaube, soweit war es das dann auch zu meinem Meinung dazu. Also so Spiele wie Dead Trigger und Critical Strike werde ich weiterhin mit dem Controller spielen, weil einerseits bei Critical Strike eben die Bewegungsabläufe um einiges einfacher sind und bei Dead Trigger ist es für mich einfach das Handliche, ist ein bisschen angenehmer, wenn man da eine Dreiviertelstunde lang spielt, dass man da eher einen Controller in der Hand hat als ein iPod oder ein Tablet. Das gefällt mir da nicht ganz so gut. Und ansonsten Modern Combat würde ich, glaube ich, auch mit der Touch-Steuerung spielen, auch wenn es mit Controller ginge. Denn man muss sich auch mal überlegen, wieso kaufe ich mir denn ein iOS oder ein Tablet oder sonst irgendwas, wenn mich nicht die Touch-Steuerung interessiert. Die Spiele sind meistens, ja okay, Spiele sind ein bisschen billiger, dafür ist die Konsole um einiges teurer. Ich meine, kauf den iPad für 400 €, Konsole kriegst dafür noch 5 Spiele dazu und einen Controller und so weiter. Also wenn man nicht unbedingt so arg interessiert ist an der Steuerung und auch nicht eben die Spiele, die sind ja nicht übermäßig gut. Ich meine, Modern Combat macht ja auch bloß Call of Duty nach. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter. Über die Meinung kann man sich ja streiten, aber ansonsten sollte man sich auch überlegen, wieso spielt man denn auf dieser Konsole, wenn es nicht die Steuerung ist. Ich meine, dann liegt mein Tablet vor mir, dann schaue ich auf meinen PC-Bildschirm und nebenher habe ich meinen Controller in der Hand. Spiele ich dann wirklich noch auf dem Tablet? Hätte ich mir dann nicht einfach auch eine Xbox kaufen können? So muss man natürlich auch immer ein bisschen denken, deshalb spiele ich auch dann lieber ein paar Spiele noch mit der Touch-Steuerung oder die meisten Spiele. Wobei auch Gyrosensor man sich wirklich mal überlegen muss. Ich meine, Giotto, nicht Spaß. Giotto, oh Mann, der spielt ja auch mit dem Gyrosensor. Lecker, lecker. Kennt ihr das alle, Gyros? Gibt's bei uns manchmal, aber ich mag das irgendwie. Ich bin ganz insgesamt nicht so der Fan von scharfem. Ich möchte lieber saftig. Ach ja, was habe ich schon wieder für Gedanken? Wo war ich denn gerade? Ich war gerade im Gyrosensor, ja, nicht im Gyrosensor. Wie die Hand hier weggeflogen ist, das war auch geil. Ach man, ich kann die ganze Zeit abschweifen. Beim Gyrosensor ist ja so, dass man dann sozusagen noch eine zusätzliche Bewegungsmöglichkeit hat. Und zwar muss man ja dann teilweise, kann man das Ziel noch ein bisschen unterstützen. Das hätte ich hier zum Beispiel ganz gut gebrauchen können, wenn man dann irgendwie mit der Hand gerade nicht runtergekommen ist oder sonst irgendwie das Ziel verkackt, kann man einfach damit ein bisschen nachhelfen und ganz gut den Gegner nochmal wegholen. Aber muss man eben auch können und genauso, ich glaube, auf dem iPod ist das, da habe ich es mal ein bisschen ausprobiert gehabt, da kam ich gar nicht damit klar. Auf dem Tablet kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man dann das auf den Knien hat, wird man wohl relativ wenig verziehen, da meine Knie eigentlich durchgehend eben liegen. Ich habe ja auch mal Nova ein bisschen Singleplayer damit gespielt. Also zu Bewegungsabläufen ist das schon ganz gut, aber zum genauen Aiming Nova ist ja auch ein
Spielbar, den man in erster und zweiter Generation noch nicht anvisieren kann. Da kommt erst ab der dritten Version, den dritten Teil, kommt ja das Anvisieren dazu. Und ohne Anvisieren Gyros und so ist teilweise wirklich schwer, weil man dann richtig verzieht. Könnte ich mal ein bisschen ausprobieren. Ist auch bei manchen Spielen echt cool, wie Fahrspielen. Da mache ich das wirklich gerne. Also da Touchscreen-Steuerung muss wirklich nicht sein. Genauso bei Trial-Spielen, also den Motorrädern, wo man so ein bisschen über Hindernisse fährt. Da mag ich die Gyrosensor-Steuerung auch ganz gut, auch wenn ich es auf dem iPod lieber mit normaler Steuerung immer gespielt hatte. Da gab es auch zu Trial, zu. Wie hieß das Spiel? Kriege ich jetzt wirklich das Spiel nicht mehr zusammen? Rock's Rider, genau, da habe ich ja meine erste relativ gute oder meine erste ausführlichere Review dazu gemacht. Da ist auch ein Update draußen, muss ich mich mal wieder hochskillen, bis ich mal wieder die neuen Level spielen kann. Und das spiele ich auch mit. Ne, das spiele ich nicht mit. Das spiele ich ohne Gyrosensor, weil ich das Spiel nur auf meinem iPad habe. Ich bin auch zurzeit daran, eine neuen Apps-Test, eine neue Spiele-Review zu machen. Deswegen komme ich zurzeit eher relativ wenig. Und ich glaube, ich bin jetzt auch so ziemlich durch mit meinem Thema. Also nochmal so zur Zusammenfassung: Bewegungsabläufe sind auf dem Controller relativ einfacher. Zusätzlich dazu ist auch der Controller um einiges handlicher und liegt besser in der Hand und so weiter. Aber man muss sich eben. Also einerseits ist natürlich das Aiming für mich auf dem iPod, auf dem Android, auf dem Tablet relativ, ja. Das erste ist relativ. Ist eigentlich auch richtig. Wie ist das Ding relativ und das relativ? Okay, ich bin besser ruhig. Nee, also ist das Aiming ja um einiges besser bei mir. Da treffe ich viel besser und man hat eben die viel bessere Customisierung, wenn denn der Spielehersteller erlaubt, es zu customisieren. Das ist auch noch ein Problem, das man noch ganz ansprechen könnte. Denn wie ich schon vorher mal angesprochen hatte, COD Zombies hat ja das Problem, du konntest fast gar nichts einstellen. Also entweder Gyrosensor, der nebenbei auch so verkackt war, da war es auch so, gehst du ein bisschen in die Richtung, geht er immer weiter in die Richtung. Und nicht so gehst du darüber, geht es darüber und bleibt dann stehen in der Bewegung, wo du stehen bleibst. Sondern es würde dann immer weitergehen, eben wie bei einem Controller-Stick. Und das ist ziemlich nervig, du konntest da auch keine Buttons und so weiter anpassen. Und deshalb hat mich das auch doch ziemlich angesagt. Da ist es dann doch ein bisschen besser zu wissen, wenn es wie beim Controller ist, dass man bei jedem Spiel eigentlich die gleiche Steuerung hat, auch wenn es da hier und da mal ein paar Sachen gibt. Wie zum Beispiel kann man, glaube ich, bei vielen Spielen die Steuerung nicht anpassen. Also ich glaube, da ist im Großen und Ganzen der PC wohl am besten. Da kann man alles anschließen und alles customisieren. Aber ansonsten gefällt mir da die Customisierung auf dem iPod besser. Da kann man sich eben auch immer ein bisschen entscheiden und so weiter. Und ich habe mir eben ein Tablet gekauft und deswegen sollte ich auch mit der Tablet-Steuerung klarkommen. Und das Gameplay neigt sich dem Ende zu. Ich habe jetzt hier nochmal meine letzte Kills gemacht mit meinem übergroßartigen Aiming. Da bin ich noch nicht so der King in diesem Spiel. Ja, ich glaube, ich sterbe sogar nochmal. Ist das schlimm, aber das war jetzt der letzte Tod. Was war denn der Endscore? Weiß es gar nicht mehr so genau. Und das ist auch so ein bisschen das Coole an Modern Combat 3. Man hat eben nicht so die Gebundenheit an Gameloft, wie lange ein Spiel geht, wie und so weiter, wie viele Punkte, wie viele Spieler. Und ob Killstreaks oder nicht, sondern das hat ja Gameloft Modern Combat 4 nur noch in dem benutzerdefinierten Spiel umgesetzt und da bekommt man keine EP für das. Dafür fällt für mich dieser Modus erstmal weg, weil ich noch ein paar neue Waffen haben will und so weiter. Und insgesamt spielen wir Modern Combat 4 so wenig Leute, aber hier noch renne ich jetzt gleich da hoch, hole noch meine letzten beiden Bubis weg. So, da hinten spawnt der nächste und Glück gehabt, würde ich mal sagen. Spießiger 1000 EP, wunderschönes Ding. Auch wenn die KT nicht so gut, die KD, ja, KT 44 gerade gesehen, nicht so gut ist, das war's dann auf jeden Fall. 112 zu 28, keine 4er KD, tut mir leid. Doch, eine 4er KD. Naja, bis zum nächsten Mal, euer Das und Frill. Ciao, ciao.